Essen, was man will und trotzdem abnehmen, das wäre doch was, oder? Wissenschaftlich bewiesen gibt es ja sogar Ansätze, die funktionieren. Das Problem ist allerdings so ein bisschen, du willst ja nicht nur den Bauch loswerden, sondern du willst ja auch fit sein, du willst mehr Energie haben, du willst gesund sein. Und da wird es dann so ein bisschen tricky, denn schlussendlich ist es ja beim Abnehmen so, dass solange du weniger Kalorien zu dir nimmst, wie dein Körper verbraucht, wirst du in erster Instanz immer abnehmen. Die Frage ist nur dann, was werde ich los? Baue ich Muskulatur ab? Werde ich fettlos? Und wie fit und gesund fühle ich mich dann auch? Aber wichtig zu merken, abnehmen geht immer nur über eine Kalorienreduktion und das ist auch jede Diät, die es auf dieser Welt gibt. Also wenn du dir Low Carb ansiehst, okay, du verzichtest auf Kohlenhydrate, dadurch fällt sehr viel in deiner Ernährung weg und du wirst weniger Kalorien zu dir nehmen. Das heißt, du nimmst nicht ab, weil du keine Kohlenhydrate isst, sondern du nimmst ab, weil du Kalorien sparst. Intervallfasten 16:8. So, du streichst eine Mahlzeit aus deinem Plan, aber du nimmst nicht ab, weil du eine lange Zeit nichts isst, weil wenn du in der Zeit, wo du essen würdest, wieder zu viel futterst, würdest du auch wieder zunehmen. Das heißt, du nimmst auch nur dadurch ab, weil du eine Mahlzeit streichst und dadurch Kalorien sparst. So. Jetzt in erster Instanz hört sich das super simpel an. Aber das Gleiche wäre, wie wird man reich? Nimm mehr Geld ein, wie du ausgibst. Hört sich super simpel an, oder? In der Praxis ist es dann oftmals ein bisschen schwieriger. Und dafür müssen wir beim Abnehmen halt auch so ein bisschen schauen, okay, wie schaffen wir es, Kalorien zu sparen auf eine Art und Weise, die für uns nachhaltig ist? Denn die meisten Abnehmversuche, die sind ja am Anfang erfolgreich, nur irgendwann sagt man sich, boah, ich konnte nicht mehr dranbleiben, ich war nicht konsequent genug, ich bin wieder in alte Muster zurückgefallen und da kam halt das Gewicht wieder zurück. Ist wahrscheinlich so ein Satz, den du auch im Kopf hast, oder? Du hast wahrscheinlich schon mal ein paar Kilo abgenommen, nur irgendwo ist dann der innere Schweinehund wieder gekommen, man hat es schleifen lassen und das Gewicht ging wieder hoch. Ja, das ist in den meisten Fällen, also in über 90% der Fällen, gar nicht deine Schuld, dass das passiert ist, sondern dass du einfach, also teilweise deine Schuld, aber grundlegend ist es nicht deine Schuld, weil du einfach Leuten geglaubt hast, die was propagiert haben, was aber eigentlich nicht funktioniert. Und das ist das, was mich ab und zu auch ein bisschen abfuckt, wenn ich Werbungen über Abnehmen sehe von, und ich sage es eben, ja, diese Hardcore-Diäten, HCG-Diät, Low Carb, friss die Hälfte, Abnehm-Shakes, Abnehm-Pulver. Und ich sage, ja, logisch funktioniert das 15 Wochen. Aber was passiert danach? Danach fällt es wieder diese alten Muster zurück. Und darum ist es so wichtig, dass man auf eine Art und Weise Kalorien spart, weil sonst würde man nicht abnehmen, die für einen nachhaltig ist. Und jetzt die Frage an dich. Was brauchst du, damit es nachhaltig ist? Was brauchst du, damit du sagst, da habe ich Bock drauf, das kann ich mir vorstellen, dauerhaft zu machen? Wird wahrscheinlich ein großer Punkt sein, das Essen muss dir schmecken, oder? Nächster großer Punkt wird sein, du musst satt werden, weil wenn du immer hungerst und der Magen knurrt, ist auch nicht so geil. Dritter Punkt, das muss in deinen Alltag passen. Denn selbst wenn du sagst, ja, okay, ich wüsste, welche leckeren Sachen ich essen kann, wovon ich satt werde, aber boah, ich muss das selber kochen, ich muss das einkaufen. Ja, das passt halt nicht in meinen Alltag. Je nachdem, wie der bei dir aussieht, das muss auch möglich sein, zum Beispiel, wenn du Kinder hast, von denen die Reste aufzuessen. Oder dass man sagt, wenn man im Auto unterwegs ist, vielleicht bist du im Außendienst tätig, dass man schaut, okay, wie komme ich damit klar? Also, das sind so die drei großen Faktoren. Das heißt, übergeordnet natürlich Kalorien einsparen. Dann aber auf eine Art und Weise, wo man sagt, hey, ich werde satt, das Essen schmeckt mir. Und ich kann dieses Konzept in meinen Alltag reinpacken. Und das sehr individuell ist, bieten wir zum Beispiel auch immer unseren Zusehern auf dem YouTube-Kanal an, sich für eine kostenlose Beratung einzutragen, weil man da mal schauen kann, wie ist denn dein Alltag eigentlich? Was ist für dich die richtige Strategie? Denn jedem erstmal schmeckt was anderes. Jeder braucht unterschiedlich viel Essen, damit er satt ist und jeder hat einen anderen Alltag. Da muss man einfach mal die Punkte abklopfen und dann kann man ein Konzept erstellen, was für dich passend ist. Und das ist auch der Grund, wieso zum Beispiel unsere Kunden so geile Ergebnisse haben und die dann auch halten können. Du kannst dich davon gerne überzeugen. Geh mal auf Instagram, schau mal da vorbei, klick dich so ein bisschen durch die Videos durch, durch die Vorher-Nachher-Bilder, schau dir die Leute an. Da wirst du nie hören, ich musste hungern, ich musste mein ganzes Leben umstellen. Oder Punkt Nummer drei, was hatten wir noch? Ich musste Sachen essen, die mir nicht schmecken. Das ist immer Prämisse, die stimmen muss. Das heißt, wichtig aus diesem Video: Damit du abnehmen kannst, brauchst du immer ein Kaloriendefizit. Und du kannst dafür auch Sachen essen, die dir schmecken.
Man muss halt ein bisschen schauen. Wenn es jetzt Sachen sind, die sehr, sehr viele Kalorien haben, dann muss man halt eben drumherum ein bisschen mehr aufpassen. Aber grundlegend spricht nichts dagegen, dass man sagt, man darf ab und zu mal irgendwie eine Pizza essen oder man isst mal, je nachdem, was dir halt persönlich schmeckt, man trinkt mal ein Glas Rotwein oder ein Bier mit Kumpels. Wenn man weiß, wie man das in seinen Alltag integrieren kann, wie das in diese Struktur passt. Und wenn du da sagst, du hast Bock, dass wir das mal individuell für dich ansehen, dann wie gesagt, klick den Link unterhalb dieses Video, trag dich für eine kostenlose Beratung ein. Und sonst, wenn dir das Video ein bisschen Aufschluss gegeben hat, wenn es dir gefallen hat, gerne mal Daumen hoch. Und dann freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Dein Simon. Tschüss, ciao.